So, hallo, liebe Liebenden. Hier bin ich und Alfred auch. Na, mein Schätzelein. Er zeigt euch seinen schicken Popo. Und er latscht über den Tisch. Ja, hinten seht ihr, die Sonne scheint. Ich mach mal das erste Retro, also richtige Retro, Super Retro Let's Play. Das Ding ist, ich spiele das nicht auf den dafür vorgesehenen, von mir, für euch gebauten, von euch zum Teil mitgespendeten 98, also Windows 98 und Windows XP PCs. Ich habe ja hier eine ganze große Kiste voll mit Mainboards, Grafikkarten, Prozessoren, Arbeitsspeicher und was weiß ich nicht noch alles. Und habe auch schon zwei PCs fertig gebaut. Einer steht hier, einer steht da. Also ein XP-Rechner ist fertig gebaut. Mit einem Athlon 64 Dual-Core sogar schon. Und der Windows 98 PC ist ein Pentium 4. Und ich habe jetzt aber erstmal was anderes. Der Tuffy nämlich, der hat mir gesagt, das dumme Schwein, ihr kennt den auch aus der Community vielleicht, der ist auch so ein bisschen streamerisch unterwegs. Und der hat gemeint, pack die ganze scheiß PC-Schrotthaufen, Pisse, du wirst es auch bald noch so nennen, einfach in eine Tonne, beziehungsweise verkauf den ganzen Dreck wieder und kauf dir die Spiele auf einer ganz speziellen Webseite. Und die kann ich euch mal eben fix zeigen. Und ein Großteil der Spiele meint, er kann, also den Großteil der Spiele, die du vorhast zu spielen, die gibt es auf dieser Webseite auch schon komplett auf Windows 7, Windows 8 lauffähig gemacht. Und also verkauft die Teile und kauft dir für das Geld dann hier die Spiele. Das ist so ein großer Shop gibt es hier. Ja? Und ich werde jetzt gleich das hier spielen: Blood 3D. Ja. Ich habe mir beide gekauft, Blood 1 und 2 für 8 Euro, habe ich mir gestern geholt. Habe das mal ausprobiert und es funktioniert wirklich. Ja? Also hier, Works on Windows XP Vista 8. Das ist schon komplett. Also normalerweise ist das ja so, es gibt hier diese Spiele, ja, noch original so als Datei. Und dann kann man sich hier so eine DOS-Box, heißt das Programm, wo man halt so tut, als hätte man DOS auf dem PC, also so ein emuliertes DOS quasi. Und in dieser emulierten DOS-Box kann man halt diese Spiele dann zum Laufen bringen. Und das ist manchmal aber relativ kompliziert, beziehungsweise mir ist das zu kompliziert, zu fummelig. Deswegen will ich die PCs einfach so bauen. Ich mache das auch weiter. Aber das ein oder andere Spiel werde ich mir hier auch von dieser Seite holen, von GOG.com. Könnt ihr selber auch mal reinschauen. Da gibt es eine Menge alter Spiele und die kosten halt ja noch eine Kleinigkeit. Der Unterschied halt bei diesem Spiel hier ist, da ist in dem Spiel, in dieser Excel-Datei von dem Spiel, ist diese DOS-Box quasi schon drin. Man muss nichts mehr machen. Ja? Man muss es einfach nur kaufen, runterladen, installieren und dann geht es auch schon los. Also so wie man das heutzutage gewohnt ist und kennt, früher unter DOS-Zeiten, wer das noch weiß, weil da war das ja ekelhaft. Und super Seite, habe ich mal geguckt, hier GOG. GOG.com. Ja, da gibt es hier auch noch, ja, hier so Dungeon Keeper, Neverwinter Nights, Baldur's Gate, Icewind, Heroes, hier Theme Hospital zum Beispiel. Das werden wir auch spielen. Ja. Theme Hospital, wer das noch kennt, das ist auch richtig lustig, das Spiel. Und das werde ich aber wohl auf dem, das von 1997 übrigens, ja, genauso wie das, was wir jetzt spielen. Blood ist auch von 1997. Dieses Spiel hier allerdings kostet hier ja 4 Euro und ich habe gestern auf hier habe ich schon einen Teil wieder der Teile drin, die ich von euch habe, beziehungsweise ein Großteil ist von mir, ein Teil ist von euch, ja, damit ich mir Spiele besorgen kann. Und hier habe ich mir jetzt das hier geholt, Duke Nukem 3D, und der Typ hatte auch hier, wo ist es, wo habe ich es hingeschrieben, Duke 3D und Theme Hospital hat er jeweils für 3 Euro angeboten, ne? Als Dings, als Datenträger halt noch. Ja, und hier bin ich noch auf der Suche hier nach einem alten Radeon 9800 oder hier Where's the Sexy Empire wollte ich mir hier holen. Und so weiter und so weiter. Denn wenn man mal zum Beispiel guckt, Theme Hospital kostet auf eBay für PC hier ab 14 Euro Gebrauchtkauf. Okay, hier ist es 8 Euro Gebrauchtkauf. Aber es kostet halt auch dafür, dass das halt schon knappe 20 Jahre alt ist, das Spiel, kostet das immer noch ordentlich.
Ja, also für ein 20 Jahre altes Spiel heutzutage dafür, was weiß ich, einen Euro, zwei maximal. Aber nein, dieses Spiel hier kostet nochmal ungefähr einen Zehner mit Versand. Ja. Und der hat das für 3 Euro angeboten. Ja. 3 Euro. Zwar nicht die große DVD-Box, sondern nur so eine normale, sowas hier, so eine kleine CD-Hülle. Ja, aber trotzdem für einen Dreier. Also für einen Dreier. Für 3 Euro. Und Duke Nukem auch noch auf CD. Ich habe das ja eigentlich auch schon hier in Steam. Gab es das ja auch mal hier zum Downloaden. Hier. Ja, Duke Nukem Megaton Edition. Da sind alle Spiele drin. Also Duke 1, 2 und Duke 3D. Und das ist aber hier so ein Standalone ohne Steam. Ja, früher lief das noch anders. Ja, da warte ich ja, das auf 30 Disketten hatten wir das, glaube ich, damals gehabt. Und ja, aber wie gesagt, guckt euch diese Seite mal an, wenn ihr da auch so ein bisschen Bock drauf habt, alte Spiele wiederzuspielen, aber sie nicht unbedingt irgendwie findet oder halt hier direkt bequem als Download haben wollt, dann kann ich euch diese Seite echt empfehlen. Ich habe es gestern zum ersten Mal gesehen, ausprobiert hier jetzt Steam Hospital. Das wird ein Knaller, das Spiel. Wer das noch kennt, super stark. Steam Hospital, extrem witziges Game. Ja, oder was haben die hier noch? SimCity 2000, Dungeon Keeper Gold, Total Annihilation hier, ja. Natürlich auch ein super geiles Spiel. Syndikat. Hier, Wing Commander. Oder hier, Deus Ex, da war es noch gut. Oder hier, eine 18 Seiten voll, gehen wir hier mal auf Seite 3. Hier, Unreal Tournament, okay, 2004, Commandos, Gemini Postal 2, auch richtig gut, Little Big Adventures, Heroes of Might and Magic, Siedler 2, das war auch noch richtig geil, ja, und Commandos hier, Redneck Rampage, das war auch so ein Ballerspiel von damals, total abgefuckt, Descent, Psychonauts, Two Worlds, Rayman oder was auch immer, hier gibt es richtig viele alte Krams, aber kostet alles so ab 4, 5 Euro, es gibt auch aktuellere Spiele, die kosten dann hier 10 Euro oder so. Ich habe ja auch gestern gesehen, Rayman Origins, das kostet 15. Ja, da hier Theme Park, das war auch richtig lustig, richtig cool. Das habe ich damals auf dem 3DO gespielt. Musste man halt so einen Vergnügungspark basteln. Ja. War ein gutes, gutes, lustiges Spiel. Aber was rede ich jetzt hier groß rum? Ja. Und bevor euch da wieder ihr euch aufgeilt, ja, dass ich hier die ganzen Teile, die ihr mir hier geschickt habt, verkauft, ja. Ich quasi, ja, ich habe das ja hier zum Teil bei eBay Kleinanzeigen drin. Ich habe einmal, ja, ich kann es ja kurz zeigen. Nicht, damit es nicht wieder heißt, ich verkaufe den ganzen Kram. Dieses Board hier habe ich vom Kampfzwerg bekommen, ist wahrscheinlich kaputt. Ja, ich verkaufe es aber trotzdem. Ja. Der RAM hier, das ist der DD, nee, gar nicht mal, nicht der DDR-RAM, auch kein Edo-RAM, sondern der SD-RAM, passend zum P2B von meinem eigenen Retro-PC, den ich jetzt aber wieder verticker, wo der hier drauf kommt, der Pentium 3500. Und das sind quasi diese drei Sachen, habe ich vorher schon gehabt. Und die waren aber, ich meine, ich könnte sie nehmen, ja, aber der Pentium 3, der 500er, der könnte vielleicht ein bisschen knapp werden bei Spielen, die dem Ende von Windows 98 da so um die 2000 da rum. Wenn wir dann da so ein Spiel spielen, da könnte vielleicht so ein 500er schon zu langsam sein. Deswegen nehme ich jetzt ja den Pentium 4 mit 3 GHz. Der packt das auf jeden Fall. So, und hier haben wir noch die CPU. Das ist das einzige Teil zusätzlich zu dem Board, was Schrott ist. Ich versuche es aber trotzdem zu verkaufen. Und das ist das einzige Teil, was wirklich noch funktionsfähig ist von einem von euch. Der ist von Noob auf Du. Ja, den versuche ich zu Geld zu machen. Der hat auch schon hier ein bisschen Interesse geweckt. Und für den werde ich mir dann, wenn ich den Verkauf kriege, hier auf GOG noch das ein oder andere Spiel vielleicht holen. Ja, oder vielleicht ein neues Spiel, was hier gerade noch rausgekommen ist. Irgendwie Far Cry 4 oder so. Was weiß ich. Ja, und nicht, dass es wieder heißt, ja, hier der Pink sammelt das ganze Zeug ein und vertickert das dann und kauft sich davon hier wieder neue Strapse oder hier einen aufblasbaren Dildo oder was weiß ich. Kein totaler Quatsch. So. Und wenn ich das mache, so wie in dem Fall von dem Board und der CPU, die wissen das auch. Ja? Also ich habe nur auf dumm gesagt, hier, vielleicht verticker ich dir auch, um mir davon ein Spiel zu holen. Und er hat gesagt, mach was damit, was du willst. Hauptsache, du kriegst dafür was für deine Streamerei, Let's Playerei, irgendwas zurecht. Und von Kampfkeks, da weiß auch, habe ich ihm gesagt, das Board ist zu 99% kaputt. Ich habe es, wie gesagt, nicht zum Laufen gekriegt mit zwei CPUs und zwei, drei verschiedenen Grafikkarten. Und jetzt habe ich ja den anderen PC gebastelt. Weil eigentlich hätte ich das gerne genommen, hier dieses Core Dual VSTA LGA 775 Board. Denn das Gute an dem ist, es hat AGP und PCI Express.
Damit hätte ich zum Beispiel dann quasi beide PCs in einem machen können. Hätte ich also den 98-PC darauf einrichten können mit einer AGP-Grafikkarte und dann halt auch noch mit einer PCI Express, einer etwas schnelleren. Dann auch den XP-PC hätte ich zwar nacheinander machen können, aber ich hätte quasi nur einen PC gebraucht. Aber leider ist das Board Schrott. Ja, es funktioniert nicht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt haben wir schon wieder 20.000 Stunden erzählt. Da oben steht, Blood 3D soll gespielt werden und jetzt geht's los. Ja, habe ich installiert, dann kommst du hier, kriegst du hier so ein schickes Ikon. Da klickst du drauf. Dann seht ihr hier die DOS-Box kurz aufpoppen. Ja, und dann geht das los. Hui. So, das Gute daran ist, es ist ein bisschen laut. Ich muss ein bisschen leiser machen. So. Und dann muss ich jetzt euch auch noch was dazu sagen. Und zwar, das Spiel ist recht brutal, wie man das so sieht. Ist ganz splatterig. Und es gibt in diesem Spiel den Hauptcharakter, ja, Caleb heißt er. Es gibt fünf Episoden in diesem Spiel mit wie viel Schwierigkeitsgraden? Fünf Schwierigkeitsgraden. So, das Tolle ist aber auch, es gibt keine Mausunterstützung. Also man kann nicht mit der Maus drehen. Hoch, runter, links, rechts, so steuerungsmäßig gibt es da nicht. Maussteuerung ist drin, aber ich glaube, mit der Maus kann man nur gehen. Also vorwärts, rückwärts kann man machen, was total behämmert ist. Deswegen spielen wir, wie es damals war, mit der Tastatur. Nur mit der Tastatur. Und deswegen bitte ich euch um ein bisschen Rücksicht, wenn das nicht ganz so flüssig und toll aussieht. Weil früher konnte ich das richtig gut. Heutzutage nicht mehr. Und deswegen spiele ich auch auf einem der niedrigeren der fünf Schwierigkeitsgrade, weil es halt uns einfach zu schwer ist. Pick on the inside. Kill still kicking, lightly broiled, well done und extra crispy. Ja, wir spielen hier auf dem da. Kleine Introsequenz. In hochauflösender Grafik. Ja, er hat irgendwie was mit dem Teufel zu tun gehabt, das habe ich nicht alles verstanden. Und der Teufel hat aber auf jeden Fall dann gesagt, weil er irgendwie gefailt hat bei irgendwas, ihm seine Liebe genommen. Ja. So mit der Maus, können wir uns drehen. Ja. Links, rechts. Und vor und zurück ist gehen. Das ist total behämmert. Hoch, runter ist halt gar nicht spielen. Ja, deswegen machen wir das jetzt hier mit den Pfeiltasten. Kann man sich so links, rechts drehen, vor und zurück. Das ist noch nicht mal WASD. Ja. Auf A ist springen. STRG ist hacken. Und auf Space war dann irgendwie auslösen, nicht? Also so interagieren. Und auf Y, genau, das war ducken. Ich habe das gestern mal ganz kurz schon angespielt. Ah ja, hier, genau, hier war was schon. Das habe ich gestern nämlich gesucht. Ich dachte, bei irgendeinem von diesen Dingern ist das hier. Da ist schon was drin. TNT ist auf 6. Ja, es gibt hier keinen großen Sinn, es gibt halt fünf kurze. Oh, man kann die Köpfe durch die Gegend kicken. Scheiße, haben wir das nicht richtig gesehen. Ja, und Herzen lassen sie manchmal liegen, das ist Energie. Ja, das haben wir damals gespielt. Ja, hier liegt auch noch einer rum. Ist auch ganz toll. Das ist einfach nur so eine platte Textur, die sich immer mitdreht. Ja, das war früher so, um halt so einen räumlichen Effekt zu erzeugen. So, jetzt kommt die gleich rein. Ja, der fängt dann irgendwann an zu brennen mit der Leuchtpistole hier. Ich habe gar nicht getroffen, Scheiße.
Hat. Wo ist der Malabar Sperlebox? Wo sind wir denn? Ach, da ist er. Ah, da ist ein Schlüssel liegen, mit dem wir dann da gleich reinkommen. 1997 war es. Krass, Alter. Da kommen Erinnerungen. Das haben wir früher mit Schlendi, mit Smorch und Snooker früher. Also meine Kumpels damals, wie heute zum Großteil noch, auch im Netzwerk immer gespielt, wie die Bekloppten. Da gab es Deathmatch, Team Deathmatch oder halt PvP, jeder gegen jeden. Da muss man sich mal... Da kommen gute Erinnerungen hoch. Open for business. Diese Verrückten sind geil. Diese Adamaden-Sperlebox. Oh, hi. Aber diese komische, das Musik... Oh. Das Musikgejaule, das ist, glaube ich, neu. Das war früher nicht drin. Oder? Kann ich mich erinnern? Das klingt auch zu gut. Aber was ist das? Geht ja gar nicht leiser hier. Was ist das denn da? Ich speichere mal ganz kurz ab. Warte mal, wo war ein Speicher? Ah, es ist doch im Spiel, okay. Aber die irritiert mich, weil die damals nicht war. Das ist viel zu gut, viel zu krasser, viel zu klarer Sound. Das ist gar nicht original, Junge. I live again. So, Load Game. So, dass man die nicht wegmachen kann. Ah, ich weiß gar nicht, welche Auflösung wir gerade spielen. Ändert sich das gar nicht groß und es flimmert jetzt irgendwie so ein bisschen. Ah, okay, doch. Es war doch schon die hochauflösende Variante. Ja, so konnten das nicht alle spielen. So konnte man das teilweise nur spielen damals. Oh, sieht das gut aus. Aber die Musik nervt mich halt schon ein bisschen. Und wir können nochmal das Detail noch runterdrehen. Ich weiß nicht, vielleicht Explosionen und Feuer oder was weiß ich. Auf jeden Fall sieht man hier ziemlich viel. So, Detail wieder hochgedreht. Video Mode. So. Ne, das ist irgendwie anders als vorher. Das sieht ganz komisch aus. Toll, wir haben es wieder verstellt, jetzt Alter, ihr verdammte Scheiße. Hier, klar. Es flackert und flimmert das ja so komisch. Oder mal 600, das war so damals so eine Auflösung. Ja, jetzt sieht es auch wieder ganz aus. Es ist so der Kompromiss aus Auflösung und Dings. Aber da oben, was da steht, 16 FPS, das kann irgendwie nicht ganz stimmen. Das läuft ja flüssig, wie ihr seht. So, jetzt müssen wir aufpassen, denn da drin sind so ein Balaban, ein Sperlebox. Verrückte. Ein Fuhler. Oh Mann, oh, das nervt mich jetzt mit dieser Musik. Scheiße. Thank you.
jetzt verknall ich mein ganzes TNT. Das war das Gute, wenn man so ungefähr in die Richtung gezielt hat und wenn das an einer anderen Höhe war, dann hat er dann da automatisch hochgeschossen. Eigentlich. Toll! Ah! Die Augen rum, das Blut splattert. Und was haben wir da? Ah, Flares. 8 Schuss für die geile Kanone. So. Wie springt er denn nochmal? Da konnte man genau, jetzt gehen, bekommen die blöden Ratten, Alter. Man nimmt mich ganz doll kaputt. Irgendwie konnte man diese Special noch aktivieren, was wir da jetzt rechts haben, diese Beast Vision, keine Ahnung. Aber wir können mal bis zum Anfang zurücklatschen, da war ja noch ein Herz. Oder kommen wir da nicht mehr hoch? Also falls das noch einer kennt von früher, die Musik, die jetzt hier dazu läuft, ich glaube, die ist noch nachträglich jetzt hinzugefügt worden. Kann ich aber leider auch nicht deaktivieren, was mich, wie gesagt, ein bisschen an meinem Retro-Feeling behindert. Ausgucken. Schießen weglaufen. Ah, hier, das konnte man. Der war, glaube ich, zum Aufschlagen, ne? Bin mir nicht sicher. Jawohl. Ah! Wie ihr es noch kennt, Junge! So, hier sind ein paar Spürlebuchs drin. Ah, hier wurde irgendwas zurecht gekocht. Employees must wash hands. Hier wurde, ne, krematorisiert. Rest in pieces. Oh, Alfred muss kotzen. Doctor's Bag. Die außen wählt, nutzt. Oh, gehe doch lang. Licht an und aus machen.
abgestochen mit der Hacke, du, mit der Mistgabel, du hässliches Schwein. Oh, da ist wieder so ein Malerbatzen-Spörlebuchs. Ich find's einfach zu geil. Hit the switch to end the level. Das war quasi schon Level 1. Aber ein Secret verpasst. Mehrere. So, toll, jetzt fangen wir hier wieder an. Oder? Oh. Ja, wir spielen jetzt hier auf leichteren Schwierigkeitsgrad. Da fallen die gleich bei einmal Hacken schon oben. Normalerweise erst beim zweiten, dritten Mal. Ah, jetzt fangen wir wieder den Level an mit 100 Energie, aber ohne die Waffen, die wir schon hatten. Ne? Alle Waffen sind wieder weg. Ja, das ist halt der Nachteil. Achso, der ist ja noch da. Hallo! Oh. Komm her, du Hässlicher! Da gibt's auch, es gibt immer zwei Schieß- und einen alternativen Modus, also zwei Schuss. Ja, wo man halt beide einzeln verschießt oder halt einmal gleich beide wegknallt, aber ich hatte wieder auch nicht Energie verloren, weil da so ein paar Spürlebuchse sind. Was ist denn immer? Das war eben beide auf einmal mit X. Ihr seht schon, das ist der zweitleichteste Schwierigkeitsgrad, ja. Früher. Schönes Splatter-Spiel. Fast tot sind wir. Ah, okay, macht nichts. Ja, könnt ihr mal schreiben, ob ihr das... ich werde das auf jeden Fall für mich selbst weiterspielen oder ob ihr das Spiel auch sehen wollt. Na, ja, ist auf jeden Fall... Also ich finde es immer noch ziemlich, ziemlich cool. Fresh victims for the ever-growing army of the undead. Scheiße, schon wieder so viel Energie verloren. Jetzt. Ah.
Leute. Ach ja, da gibt es noch diese Opfer da, diese Opfer-Heinis. Die rennen da einfach noch so rum. Ja, die kannst du dann auch abknallen, wenn man will. Oder abhacken. Komm her, du Schwein! Ich wollte euch nur mal gezeigt haben, ja. Nicht, dass ich jetzt hier. Ich lasse die leben. Ich gehe sowieso noch schon früh genug tot. Fuck, jetzt sind wir schon wieder hier. Jetzt aber richtig so. Pass auf. Jetzt geht's, jetzt. Aber ich speichere auch gleich. So, jetzt nochmal. Oh, sogar sowas gibt's hier schon. Gucke mal. Ach so, das geht so schnell, dass man das nicht mitgekriegt hat. Hier, saving your game, bla. Und dann... Wir testen das mal. Jetzt los. Aber es scheint zu funktionieren. Spellerbox. Scheinbar doch nicht beide gekriegt. Doch. Ja, komm her, du Arschloch. Ha! Wird immer besser. Nein. Oh. Ah! Sind wir noch nicht hin, ne? Das war nicht gut genug. Marabat in Spörlebox! Ah, okay, 94 lasse ich mir gefallen. Ach, da drin ist noch so ein... Den, dass da hinten noch einer ist, aber vielleicht können wir das mit einer gezielten... Scheiße, hat's überlebt. Das haben wir stundenlang gesuchtet damals, Alter, mit den scheiß Tastatursteuerung. Junge. Komm mal ab hier. Nope. Ah.
Oh, schon wieder so einer. Leider kann man das echt mit Maus spielen. Zack, gefuckt. Bin nicht mehr klar. Oh, da ist so ein Spülebox. Steht da? Oh nein! Falsche Knopf gedrückt. Das die Dings. Die Secondary-Funktion. Vom Dynamit ist nämlich, dass das anzündet in der Hand und dann so wegschmeißt. Dass das erstmal noch liegen bleibt. Was total unlogisch ist. Jetzt bin ich aber halb Schrott. Naja, nicht ganz, ein bisschen mehr sogar. Oh nein! Falschen Knopf schon wieder gedrückt. Das ist fast schon wie Dark Souls. Das ist übrigens initiiert. Oh Wunder, woher bloß? Nein! Nur geh doch weg! Okay, jetzt geht's los. Jetzt schaff ich's. Wie gesagt, haut's in die Comments, wie ihr das findet hier. Wie gesagt, das ist 20 Jahre alt, ja. Da gab es noch keine 3D-Beschleunigerkarten. Nicht wirklich. Beziehungsweise lief das auch ohne. Das lief auf einer 2-Megabyte-Karte ohne Probleme. Pentium 133, Pentium 100, kein Problem. Wollt ihr das Spiel komplett sehen? Soweit ich halt komme, weil das ist nicht einfach. Oh, das ist wieder so ein Schwirlebux. Den habe ich schon angelockt. Man kriegt später auch noch die Tommy Gun von denen, ne? Also das. Ah, nee. Mano! Die
hinten dich einmal kurz an, dann ist aber auch schon gleich Feierabend. Ja, das ist wie gesagt. Der zweitniedrigste von 5. Jetzt reicht's erstmal. Das soll ich erstmal zum Andingsen locken. Wie gefällt euch das? Ja, das ist wie gesagt von 1997. Da waren die meisten von euch noch flüssig. Ja, da habe ich dann schon mit den Jungs im Netzwerk gesuchtet. Wie blöd. Ja, ich würde das. Ich spiele jetzt auch weiter. Ja, ich habe schließlich auch hier gelöhnt für diesen Hit. Und der Teil 2 davon haben wir auch. Das ist dann schon mit richtiger 3D-Grafik, also hier nicht diese Software-Renderer, wo es halt alles noch eckig und pixelig ist. Den zweiten Teil, da ist dann alles schon schön, ein bisschen schicker. So Nintendo 64 halt, ne, mit Anti-Aliasing und so. Comments. Blatt. Richtig stark. Krasser Titel, blutig. So mögen wir das.